Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Thema auf der Tagung noch mal ein bisschen auszuführen. Ich beleuchte jetzt die Beziehung zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Öffentlichkeit und schließe insofern vor allem an Ihren Vortrag ein bisschen an, Herr Grasmuck. Meine These ist, dass der Begriff der Öffentlichkeit die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks begründet. Und da ist eben der Begriff der Öffentlichkeit von dem des Publikums zu unterscheiden. Das heißt, bei Öffentlichkeit ist ja ein hypothetischer Anspruch, eine Idee mit verbunden und beim Publikum eben die Empirie, wirklich was empirisch quantitativ Messbares. Der Titel meines Vortrags lautet also Programmauftrag oder Verwertungslogik und rekurriert auf den Sinn und Zweck des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der sich immer genau dazwischen positionieren muss, zwischen Auftrag und Öffentlichkeit oder eben Verwertungslogik Publikum. Und genau, ich möchte mit meinem Vortrag dieses Spannungsfeld ein bisschen ausleuchten, auch den Blick nach Europa nochmal öffnen, wie da mit diesem Spannungsfeld umgegangen wird und schließlich dann auch fragen, inwiefern kann das kulturelle Erbe eine neue Perspektive für die Programmgestaltung eröffnen. Kommen wir erstmal zum Programmauftrag. Der steht ja im Rundfunkstaatsvertrag § 11 ziemlich klar und da wird eben die besondere Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für Öffentlichkeit dargestellt. Ich habe da also eine medienwissenschaftliche Perspektive, das heißt, wenn man in so einem klassischen Sender-Empfänger-Modell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als einen wichtigen Kommunikator betrachtet mit einer spezifischen Botschaft, einer wichtigen Aufgabe für die Öffentlichkeit, dann ist da eben zum Beispiel das Thema Agenda-Setting wichtig, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten da wirklich die Möglichkeit haben, Themen zu setzen, die dann auch den gesellschaftspolitischen Diskurs beeinflussen. Insofern kann man sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit hat, die eben damit einhergeht, diese Möglichkeit des Agenda-Settings zum Beispiel, Themen zu setzen, verantwortungsvoll zu nutzen. Das mal in aller Kürze zum Programmauftrag. Kommen wir zum zweiten Punkt, Verwertungslogik. Fragt man sich jetzt erstmal, wieso brauchen wir das doch? Im Programmauftrag war doch eigentlich alles gesagt. Die Macht des Faktischen, seit 1984 haben wir also das duale System in Deutschland. Das bedeutet, neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir den kommerziellen Rundfunk. Und diese zwei Säulen bilden tatsächlich auch einen Legitimationsverbund. Das heißt, mit den höheren Erwartungen und Ansprüchen, die wir an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, damit überhaupt ist auch die geringere Regulation des kommerziellen Rundfunks legitimiert. So, obwohl diese zwei Säulen des dualen Systems also sehr unterschiedlich sind, sind sie faktisch in Konkurrenz und werden verglichen. Wie werden sie verglichen? Wenn wir jetzt mal im Beispiel des Fernsehens bleiben, werden sie anhand der Fernseheinschaltquote verglichen und damit bekommt eben diese gewinnorientierte Verwertungslogik auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Bedeutung. Und da sehe ich ein Problem, denn die Quote wird ja dadurch wirklich erhöht, wird zu so einer übergeordneten Richterfunktion, anhand derer auch der Erfolg von öffentlich-rechtlichen Rundfunk bewertet wird. Aber die Kriterien, anhand der die Quote misst und urteilt, entsprechen halt überhaupt nicht dem Programmauftrag. Warum? Also wir sind ja dann in der Verwertungslogik in so einer Nachfragelogik, die ja der Angebotsorientierung, die eigentlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk inne ist, total entgegensteht. Ich möchte es nochmal an zwei Beispielen deutlich machen, inwiefern die Quote dem Auftrag nicht gerecht wird. Zum einen wird beispielsweise die Zeit, spielt eine wichtige Rolle, wie viel Zeit verbringe ich mit zum Beispiel Fernsehschauen und es geht überhaupt nicht um den Mehrwert, den ich zum Beispiel aus dieser Aktivität mitziehe. Eine andere Frage ist, welche Bedürfnisse liegen denn überhaupt dem Fernsehschauen zugrunde? Denn die Quote, wie gesagt, Nachfrageorientierung, die beste Quote hat ja am besten die dahinterliegenden Bedürfnisse erfasst und das beste nachfragegesteuerte Angebot bildet am besten die dahinterliegenden Bedürfnisse ab. Und nun ist es, wenn wir beim Beispiel Fernsehen bleiben, aber so, dass das Grundbedürfnis für Fernsehschauen bei uns in Deutschland Entspannung ist. Und das ist, verstehen Sie mich nicht falsch, ein absolut legitimes Bedürfnis, dass wir uns nach einem langen oder doofen oder schönen Tag abends hinsetzen und den Fernseher einschalten und uns entspannen wollen. Aber es ist nicht der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in so einer Form zur Entspannung beizutragen.
Und deswegen sehe ich da wirklich so eine gefährliche Schieflage, wenn man eben vom Programmauftrag und Verwertungslogik spricht, zugunsten der Verwertungslogik, wenn der Erfolg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anhand der Quote bemessen wird, weil eben die Bedeutung für Öffentlichkeit verloren geht. Ja, das heißt, wenn der Erfolg nicht anhand der Verwertung bemessen werden kann, soll, muss, dann ist die Frage, was gibt es sonst? Und da würde ich jetzt nochmal den Blick nach Europa öffnen. Kommen wir also drittens mal zur BBC, die große Schwester des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in England. Dort gibt es den Public Value. Sie hören das schon vom Begriff Public Value, also irgendwie Begriff und Wert und Öffentlichkeit. Im deutschsprachigen Raum wird es meistens mit gesellschaftlichem Mehrwert übersetzt. Und das heißt, da gibt es wirklich ein eigenständiges Kriterium, was neben die Quote, den Ratings, gesetzt wird, wo also nochmal so eine qualitative Erfolgsbewertung eine Rolle spielt neben der quantitativen. Und dadurch, also anhand, da es dieses Kriterium gibt, wird meiner Meinung nach auch deutlich, dass die Quote nicht die Öffentlichkeit abbildet. Also dass Öffentlichkeit und Publikum nicht gleich sind und dass die Öffentlichkeit eben was anderes ist als das Publikum. Das möchte ich auch anhand eines Beispiels nochmal veranschaulichen. Sie hatten es vorhin auch schon angesprochen, Herr Grasmuck, Filterblasen, Echokammern. Wir haben jetzt gerade die Diskussion, gerade im digitalen Internet, Algorithmen etc., dass wir Menschen offensichtlich so gestrickt sind, dass wir das sehen wollen, was wir schon kennen und das hören wollen, was wir schon wissen und die Meinung uns interessiert, die wir selber haben, also dass wir Bestätigung suchen. Und da, das heißt, wenn man jetzt wieder die Quote hätte, dann würde man sagen, ja, je besser du dieses Bedürfnis nach Bestätigung erfüllst, indem du noch mehr von dem gibst, was alle schon wissen, desto umso besser. Und das ist ja, da finde ich, wird ganz deutlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der da sagen muss, ja, halt, stopp. Es gibt übrigens auch diese Meinung und hast du gehört, diese Personengruppe beschäftigt sich mit diesem Problem und da wirklich eine Alternative anzubieten. Genau, also das heißt, Vielfalt ist im Endeffekt das Ergebnis. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss immer für Vielfalt sorgen und da jetzt am Beispiel Echokammern, Filterblasen wird klar, es geht um Aufklärung und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist dann im Endeffekt dafür zu sorgen, dass Öffentlichkeit nicht zu einer Filterblase verkümmert. An dem Public Value wird auch deutlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewahrenswert ist, ohne Hinblick auf die direkte Verwertungslogik, eben aufgrund des gerade dargestellten Beispiels. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich es wichtig finde, dass die öffentlich-rechtlichen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute Thema dieser Tagung ist, wo es ja um Zugang geht, Zugang gestalten. Ich glaube auch, das Stichwort kulturelle Erbe kann eine neue Perspektive für die Programmgestaltung, eine neue Dimension eröffnen, weil ja die Dimension Zeit nochmal hinzukommt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die heutigen Interessen, die heutige Nachfrage, aber wenn wir jetzt in Erbe gehen und in die Zukunft denken und überlegen, okay, und was hat das heutige Programm für eine Bedeutung für morgen, dann ist da nochmal eine neue Ebene, die möglicherweise auch diese Verwertungslogik im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nochmal ein bisschen ergänzen könnte. Ja, deutlich wird auf jeden Fall, dass wie so oft in kulturellen und bildungspolitischen Fragen eine langfristige Perspektive besser greift als eine kurzfristige und dass eben der Zweck von Bildung und Kultur, zu dem ich eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch zählen würde, jenseits von Monetarisierung und Rentabilität steht. Insofern wäre mein Appell, den Programmauftrag auf jeden Fall höher zu setzen als die Verwertungslogik, genau eben wegen der Notwendigkeit von Publizität bestimmter Inhalte unabhängig von ihrer Nachfrage. Damit möchte ich schließen und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.